So, zurück bei Mittelerde, Mordor Schatten und zurück im großen Unglück, in das wir uns gestürzt haben. In der letzten Folge eigentlich ja, so gut gewesen, unantastbar. Gorfe der Reimer. Nee. Wir holen uns jetzt den Fleischpuler. Denn wir haben ja eigentlich alles richtig gemacht in der Festung und dann haben wir den gottverdammten Häuptling einfach getötet. Es kam einfach keine Animation, wo ich ihn beherrschen konnte. Und das ist natürlich sehr doof. Ey, jetzt habe ich keinen Fokus mehr für die Schattenangriff-Tötung. Mensch, so viel wie gerade schiefgelaufen ist, kann ja eigentlich gar nicht schieflaufen. Aber gut, manchmal ist das ja so. So, der hätte gerade die Aussicht genossen. Das soll er ruhig machen. Malos gesammelt. So, hier könnten wir den einen Häuptling holen. Ach komm, wir können jetzt auch den holen. Unantastbar. Gorfel der Reimer macht 16. Besiege die Leibwächter des Häuptlings, bevor du ihn angreifst. Zeige, dass uns keine Waffe treffen kann. Was soll ich machen? Töte 20 Uruks ohne Schaden einzustecken. Das ist natürlich recht krass. Der steht hier ja recht alleine. Den kann man ja ruhig mal töten und den Karagor können wir ruhig mal freilassen. Sollte ja jetzt auch ein, zwei Leute das Leben kosten. Hoffe ich doch mal zumindest. Okay. Ja, wir lassen die erstmal machen. Der wird das schon machen. Mal 20 Urukai zu töten, ohne Damage zu kassieren, finde ich schon. Ja, zumindest mal eine herausfordernde Marke. Es ist ja eigentlich 20. Urukai ohne entdeckt werden zu töten. Das ist schon nicht ganz so einfach. So, hier oben müsste sich doch ein Schütze verstecken, oder? Nein? Der Grabwandler hat den Hammer getötet? Völlig egal. Wir werden dafür sorgen, dass er vor der Macht unseres Herrschers niederkniet. So. Lass dich fallen, Talion. Du wurdest getroffen. Ey. Was für ein Bullshit. Wir machen den anderen Häuptlingsauftrag. Hier. Schnellreise momentan nicht verfügbar. Läuft bei mir. Wie schwer ist das denn bitte? So. Haben wir einen kleinen Wegvorsprung. Jawohl. Ja, das ist doch wirklich Bullshit. Aua. Das hat wehgetan. So. Dann vielleicht den Fleischpooler. Blutrausch. Der ist ja erst in der letzten Folge. Töte die Uruks so schnell du kannst, um den Zorn des Häuptlings zu wecken. Ja. Wiedergekommen. So, was sollen wir jetzt hier machen? 50 Uruks in 2 Minuten. Töte die Uruks innerhalb von 45 Sekunden. War das nicht der Tag, als du das faulige Wasser getrunken hast? Ich muss das Leuchtfeuer ein! Wieso stirbst du nicht? So, 21 Sekunden. Tötet die Uruks. Ist natürlich auch relativ weitläufig formuliert. Aber gut. Ich glaube, wir sollten es geschafft haben. Das war schon mal deutlich einfacher. Ja. Drei fette Leibwächter. Letzte Folge war es noch ein gewöhnlicher Leibwächter, jetzt ist es schon ein Häuptling. Das ist mal eine Wertsteigerung.
So, komm her, Junge. Wir wollen uns gegenseitig töten. Einer von uns wird sterben. Ja. Und ich werde der sein, der dich tötet. Na los. Bring it on, Baby. Okay, da ist ja der Fleischpuler. Alter, das hat richtig Damage gemacht. Das Tempo musst du beibehalten, wenn du nicht auf meiner Klinge enden willst. Alter, wir werden hier ganz schön massakriert gerade. So. Jetzt bräuchten wir ein kleines Heilpflänzchen. Moment. Und zwar recht schnell. Ich rieche etwas. Na gut, dann kann der Kampf ja losgehen. Was ist das hier für eine Scheiße? Ja, wir werden natürlich erwischt. Oh, hoffentlich überlässt mir mein Herr deine Leiche zum Spielen. Davon ist mal auszugehen. Alter Schwede. Geben wir nirgendwo sein kleines Heilpflänzchen, ja? So, hier haben wir zumindest mal ein Feuer. So, ich versuche ja gerade mal ein bisschen auszuteilen. Solange die anderen Säcke hier sind. Das sind natürlich einfach unfassbar viele. Dieses Horn bedeutet den Tod, Waldläufer. Den Tod aller Menschen. Luke nackt der Meuchler. Oh. So langsam wird's nervig. Ich kann es halt wirklich nicht mit den allen aufnehmen, so gerne ich es würde. Fähigkeit freischalten. Ist irgendwas Geiles hier. Doppelter Angriff. Verringert die benötigte Zeit. Um alle betäubten Uruks zu töten. Zerstörung. Um alle gebrandmarkten Monster zu töten. Kampfaufzehrung. Geist-Todesstoß. Alles nicht so geil. Doppelter Angriff, in der kannst du zwei Spezialangriffe statt nur einem ausführen. Das sollte man vielleicht schon mitnehmen. Aber irgendwie habe ich das Gefühl, wenn wir so auf keinen grünen Ast, wenn wir hier immer nur kassieren. So, da unten sehe ich doch was. Da unten sehe ich doch ein Kraut oder so etwas. Dann lass dich doch mal ganz fallen, Talion. Hm? Nein, weiterfallen, weiterfallen. Siehst du das nicht, mein Freund? So. Oder ist das nur so ein scheiß Artefakt? Da hinten ist da was. Die Frage ist jetzt, wo hat sich der Häuptling hin verpisst? Eine recht elementare Frage sogar. So, jetzt haben wir uns wieder ins Gepäck gebracht. So, aber die sind irgendwo da hinten. Vielleicht kann ich ja... Die Häuptlinge lassen ihn nicht in Ruhe, ne? Dieses Mal retten. Es sind einfach 5 Leute oder so. Okay, er ist Kampfmeister. Ich wollte jetzt eigentlich eher mal auf die Hauptleute so ein bisschen gehen. Eigentlich müssten wir ihn nämlich dadurch killen können.
Und jetzt müssen wir eigentlich durch das Fass hier einen ganz guten Vorteil erlangen. Furcht vor Verbrennen. Na, wenigstens einen haben wir jetzt hier. Fast Verletzung seines Herrn. Na super. So, den Meuchler haben wir jetzt schon mal. So, ich versuche hier gerade ein wenig um mich zu schlagen. Man merkt es vielleicht. Alter. Du dreckiger Hundesohn. Da haben wir ordentlich einen mitbekommen. Und leider haben wir den guten Fleischpuler auch nur marginal erwischt. Der ist echt tough. Jetzt geht er hoch, Mann. Alter. Die erwischen uns aber auch jedes fucking Mal. Hier muss doch irgendwo außen was Kleines, Feines zum Leben auffüllen sein. Haben wir über den eigentlich keine Informationen? Über den Typen? Saurons Armee. Ja, ja, komm. Stärken, Schwächen anzeigen. Explosionen, Schleichtodesstöße. Ja, Schleichtodesstöße in der Festung. Merkst selber, ne? So. Hier oben haben wir zumindest mal wieder ein paar. Vielleicht können wir auch den Herrn Häuptling hier hinlocken. Wäre doch ganz gut. Ja, da haben wir ihn. So, das war jetzt nicht so gut, aber ein bisschen Glück. Ja, er ist Kampfmeister. Das ist natürlich echt übel. Weil der Typ nämlich Kampfmeister ist, haben wir da kaum eine Chance. So. Explosions. Das müsste ja doch eigentlich down sein. Nein, 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 bitte nicht. Boah, komm schon. Na bitte. Aber dein Weib bringt das auch nicht zurück. Du dreckige Made. So, beherrschen. Befehligen. Hura Fleischpuler, gebrandmarkt. Sehr schön. So, kann ich jetzt eine Revolte gegen Gorfel starten? Wäre doch ganz nice. So, die Revolte nehmen wir auch auf jeden Fall noch mit in dieser Folge. Revolte jetzt verfügbar. So, kann ich hier noch irgendeinen Hauptmann killen, der jetzt noch aufs Maul will? Oder sind die gleich automatisch entkommen? Egal, ich mache jetzt einfach eine Reise hier unten hin. Eine Schnellreise. Da kann ich nichts. So. Revolte, Duell. Ja. Duell brauchen wir nicht, wir machen die Revolte. Vielleicht kann ich damit ja die Häuptlingsmission elegant umgehen. Gimub, der freundlich ist, entkommen. Das ist mir so Latte. Warte, ich rieche etwas. Aber das war echt übel, die Mission gerade, fand ich. Also, da. Ja, dachte ich mir wirklich an einigen Stellen, das können wir nicht schaffen. Aber am Ende haben wir ihn dann durch die Explosion gekillt. Aber das war auch ein krasser Urukai. Also Kampfmeister ist immer übel, wenn ich nicht durch Kampftodesstöße killen kann. Du bist ja noch dümmer, als du aussiehst, wenn ich so dumm bin.
So, Revolte. Du hast deinem Häuptling befohlen, einen seiner Rivalen zu richten. So, auf geht's. Let's fucking go. Hab ich da etwas gehört? Und das Häufchen Elend soll uns umbringen? Ich kann's nicht erwarten. Lass uns spielen! So, Gorfel. Wie viele Leibwächter hat er? 2. Immun gegen Fernkampf. Menschen dazu! Wir wollen uns gegenseitig töten. Einer von uns wird sterben. Oh, nicht, dass das... Und ich werde der sein, der dich tötet. Nicht, dass das so ein Bastard ist, der keine Chance am Ende hat. Das hasse ich nämlich wie die Pest. Deswegen versuche ich den auch gleich mal rauszunehmen. Na los, stirb, Junge. Zack. Das Froschblut ist auf jeden Fall mal gekillt. So, das ist der neue Punkt, den wir investiert haben. Schatten verbirgt Mensch nicht. Uruk sieht. Uruk tötet. So, deine Ohren hole ich mir mal, lieber Ohrensammler. Oh ja, der ist übel. Aber dadurch erwische ich ihn. Ja, die setzen halt immer ihr Schild dagegen ein. Da haben wir ihn doch, den Häuptling. Vergesst nicht, ihr könnt ihn töten. Aber lasst bloß ein hübsches Mundwerk für mich intakt. Mal sehen, ob wir das jetzt wirklich hinkriegen, den guten Gorfel zu holen. Sein Leibwächter sind wir schon ganz gut am Traktieren. Nicht beim letzten Mal und jetzt auch nicht. Tötet den Verräter! Schlag ihn nicht! So, das war der Ohrensammler. Das gesamte Gefolge von dem Kollegen ist erledigt. So. Ich muss mein Grabgedicht verfassen. Warte noch. Und jetzt können wir ihn beherrschen. Nice. So, Befehli. Revolte gegen Gorfel der Reimer. Tja. Beide einfach mal gebrandmarkt. Alles gleich geblieben. So. Und wisst ihr was? Wir holen jetzt auch noch Rasch Rüstmeister. Rasch genießt deine Niederlage. So, ich hab genug davon. Der Mörder ist doch schon längst über alle Berge. Oder holen wir uns den in der nächsten Folge? Ich überlege gerade. Naja. Soll es für diese Folge erstmal gewesen sein. Den holen wir uns in der nächsten Folge. Dann machen wir auch die restlichen Quests hier. Und ja, das ist, denke ich, mal ein guter Kompromiss. In diesem Sinne, euch noch einen wunderschönen Tag. Haut rein und ciao.